Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es steht ja bei dem bevorstehenden Gipfel jetzt nicht nur die wirtschaftliche Lage in Europa auf dem Programm, sondern eben auch, es klang schon mehrfach an, das Vorbereitungstreffen 60 Jahre römische Verträge. Es sind zwei bestialische Weltkriege, die hinter uns lagen. Und wenn man die Schwierigkeiten bedenkt, vor denen damals die Gründungsväter der heutigen Europäischen Union standen und stehen, ja, da gerät man geradezu in Demut bei den Schwierigkeiten, die heute ohne jeden Zweifel auch da sind. Aber man war sich in einem einig. Weil wir die Inhumanität hinter uns lassen wollten, haben wir die Gemeinschaft auf den Grundsätzen der Humanität gegründet. Und daran müssen wir uns messen lassen, und daran müssen sich auch gerade in diesen Tagen manche Länder der Europäischen Union messen lassen. Eines, lieber Cem Özdemir, bedarf der Korrektur. Ohne jeden Zweifel hat natürlich 1946 sich Winston Churchill für die Vereinigten Staaten von Europa ausgesprochen. Aber, und das ist eines der großen historischen Missverständnisse, ohne die Beteiligung von Großbritannien. Vielmehr sollte diese Aufgabe Frankreich übernehmen, Deutschland unterzuhaken, damit Deutschland nicht mehr auf dumme Ideen kommt. Aber eines ist doch auch hervorzuheben. Das war der Mut dieser Männer, von Charles de Gaulle, von Konrad Adenauer und vor allem von Robert Schuman. Denn man hat sich dazu entschlossen, das Ganze zu machen ohne ein Referendum. Denn ich glaube, ich brauche hier in dieser Mitte nicht zu sagen, wie ein Referendum in Frankreich ausgegangen wäre, wenige Jahre nach dem Krieg, wenn man dann gefragt hätte, wollt ihr in eine Gemeinschaft zur Verwaltung kriegswichtiger Güter, nämlich Kohle und Stahl, eintreten, gemeinsam mit Deutschland. Ich glaube, jedem ist klar, zu was das geführt hätte. Und es ist genau dieser Mut, der hier in Großbritannien gefehlt hat. Nämlich gerade Cameron hat nicht Mut bewiesen, sondern den Kotau gemacht vor seinen eigenen Fraktionsmitgliedern, um ein Referendum, für das es überhaupt gar keine Veranlassung gab, vom Zaun zu brechen. Und wir haben heute damit einen europäischen Schlamassel. Und deswegen gilt das geradezu sinnbildlich auch jetzt für die Brexit-Verhandlungen. Das können wir den britischen Freunden zurufen. Da gilt für meine Begriffe ein altes afrikanisches Sprichwort. Wenn du schnell gehen willst, dann gehe alleine. Aber wenn du weit gehen willst, dann gehe gemeinsam. Und ich glaube, das zeichnet auch die Europäische Union aus bei den Schwierigkeiten, vor denen wir stehen im Zeitalter der Globalisierung. Wir stehen heute in der Tat vor vielen Herausforderungen. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, weil es auch das Zeitbudget völlig sprengen würde, was jetzt die 5 Vorschläge von Jean-Claude Juncker angeht. Ja, und das hat die Bundeskanzlerin ausgeführt, wir werden sicherlich einen Schwerpunkt darauf setzen müssen, in Zukunft das Instrument der verstärkten Zusammenarbeit vehementer zu, ich sage jetzt mal, begreifen. Denn in der Tat müssen wir ja bei der Europäischen Union in vielen Punkten, bei der europäischen Integration in vielen Punkten vorangehen. Aber eines bleibt auch festzuhalten. Wir sind immer noch stark als eine Europäische Union. Deswegen, wenn es dazu führt, dass wir in eine Fragmentierung der Europäischen Union kommen, ich glaube, an dieser Stelle müssen wir aufpassen. Aber eines ist wahr, im Zeitalter der Globalisierung müssen wir enger als früher miteinander zusammenarbeiten. Eine der großen Herausforderungen sind die USA. Das ist wahr. Das hätten wir uns vor wenigen Monaten noch nicht träumen lassen. Aber ich erinnere auch an Henry Kissinger, den früheren amerikanischen Außenminister, als er einmal sagte, Europa, welches Europa? Sagt mir doch mal die Telefonnummer von diesem Europa. Ich frage eher umgekehrt, welche Telefonnummer hat eigentlich in diesen Tagen die USA? Denn wir brauchen in der Tat auch eine Verlässlichkeit im transatlantischen Bündnis. Dieses transatlantische Bündnis ist viel zu wertvoll, als dass es auch hier wiederum nationalen Politiken zum Opfer fallen darf. Einen Aspekt möchte ich noch ansprechen, der heute noch gar nicht Gegenstand der Debatte war, und das sind die Verhältnisse in der Ukraine. Außenminister Gabriel ist heute zu Gesprächen in Moskau, und ich glaube, er hat sicherlich unsere Unterstützung, wenn wir einmal mehr darauf hinweisen,
dass das, was in der Ukraine geschieht, völlig inakzeptabel ist. Die Krim-Halbinsel ist bis zum heutigen Tage völlig völkerrechtswidrig annektiert, und im Osten des Landes sorgt Russland für eine systematische Destabilisierung. Nein, wer Krieg als ein Instrument der Politik im 21. Jahrhundert begreift, darf sich nicht wundern, wenn er in den Beginn des 20. Jahrhunderts wieder zurückfällt. Und ich glaube, das müssen wir auch Herrn Putin ziemlich deutlich sagen. Die Türkei war schon mehrfach Gegenstand der Debatte. Und es ist sicherlich schon eine gewisse Ironie der Geschichte, dass Herr Erdogan sich hier in Deutschland auf jene Rechte beruft, auf Grundrechte beruft, nämlich wie das der freien Meinungsäußerung, das er im eigenen Land verweigert. Aber ich glaube, und da habe ich eine andere Auffassung als vielleicht hier die meisten, alles hat seine Grenzen. Es fängt schon damit an, dass sicherlich hier Repräsentanten des türkischen Staates keine Grundrechtsträger sind. Kollege Röttgen hat kürzlich auch in der Fraktionssitzung auch auf diesen Umstand hingewiesen. Grundrechte sind Abwehrrechte des Bürgers, und zwar der deutschen Bürger, gegenüber dem Staat. Aber sie kommen doch nicht in Frage für Repräsentanten eines anderen Staates. Deswegen muss doch eine Aussage klar sein. Natürlich sind uns die Regierungsmitglieder, sind uns die Repräsentanten der türkischen Regierung hier jederzeit willkommen, aber nicht als Wahlkämpfer. Denn in dem Moment werden wir Partei und werden hineingezogen in Wahlkämpfe. Und wir sollten bei alledem immer das Ende bedenken, wollen wir in Zukunft auch Herrn Putin hier einen freien Auftritt gewähren oder vielen anderen auch. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir hier innerhalb der Europäischen Union Leitlinien entwerfen könnten, einen Konsens finden könnten, wie wir insgesamt damit umgehen. Ich glaube, es bedarf einer europäischen Antwort. Und bei den Anwürfen muss ich auch sagen, die in jüngster Zeit in Richtung Bundesrepublik Deutschland erhoben wurden, da hat mir eine schlüssige, eine vehemente Antwort auch der Europäischen Kommission, eine dezidierte Antwort der Kommission gefehlt. Das darf ich an dieser Stelle auch einmal sagen. Ich glaube aber auch mit Blick auf die Türkei, die Not muss natürlich schon ziemlich groß sein, wenn hier Repräsentanten der türkischen Regierung glauben, sie müssten unbedingt auch noch die Stimmen der Auslandstürken einwerben, weil man doch innerhalb der Türkei um die eigene Mehrheit fürchtet. Ich glaube, da ist es sicherlich schon weit gekommen. Und die wirtschaftliche Situation, in der sich die Türkei im Augenblick befindet, ist natürlich auch dramatisch. Da steht Herr Erdogan sicherlich unter einem viel größeren Druck, als wir das manchmal hier wahrnehmen. 60 Jahre römische Verträge. Es ist eine große Chance für uns. Natürlich im Rückblick auf der einen Seite, dass wir dankbar sein können. Wir haben eine beispiellose Periode des Friedens in Europa. Aber eben auch ist es Verpflichtung, auch dieses Modell der Aussöhnung in andere Länder, in andere Regionen auch Europas zu übertragen. Denn die westlichen Balkanstaaten sind ja auch Gegenstand des Gipfels. Hier kann das europäische Modell, die deutsch-französische Aussöhnung, sehr wohl Pate stehen für eine Aussöhnung, die wir in dieser Region noch brauchen, um zu mehr an Stabilität zu finden. Aber eines, das sei abschließend gesagt, ist auch in diesen Staaten wichtig, und darum kommen Sie nicht herum. Das ist die kritische Selbstreflexion auf die eigene Geschichte, denn ohne diese eine Auseinandersetzung wird es nicht funktionieren. Und in dem Sinne haben wir ein großes Interesse daran, diesen Staaten auch in dem Sinne zu helfen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Gunter Griechbaum. Nächste Rednerin, Michelle Müntefering für die SPD-Fraktion.